Hallo. Und hab, mein Name ist Malte Henning von DSL Handy mit Sie Bagatrop betreiben. Ja, richtig. Wer ist da? Was ist das? Mein Name ist Malte Henning von DSL Helden. Sie haben sich ja bei uns registriert für das Gewinnspiel, wo Sie ein iPhone 7 oder einen Amazon-Gutschein gewinnen können. Ja, habe ich Aber das gut, doch. gewonnen jetzt? Da haben Sie noch nicht gewonnen, nee. Aber da haben Sie auch Oh. noch nicht, die Verlosung ist erst im nächsten Monat. Wann Aber gut, denn? da haben Sie auch Wann denn? Das angegeben. stand da gar nicht dabei. Wann ist das Verlosung? Am 15. oder 16. Juli, meine ich, im nächsten 15. Monat. Okay, schreibe ich mir auf. Super, danke. Okay. Herr Bachmann, Sie haben ja auch angegeben, dass Sie auch an Highspeed-Internet und Flatrate interessiert werden. Klar, Mann, wer braucht das nicht? Wer braucht das nicht? Okay. Haben Sie noch Interesse dran, ne? Ja, klar, gutes Internet ist wichtig, Okay. Blätter. Das stimmt ja. Dann verraten Sie mir einmal gleich Sie haben ja die Postleitzahl hier angegeben. Die Straße ist aktuell Heimstraße 67 in Hörnum und auf Sylt. Richtig. Okay, einen Moment. Guck ich mal nach, was hier für eine Verbindung ist geschrieben. Einen Moment. Verbindung ist wie in Internet, wie im Mittelalter. Ganz genau. Bei Ihnen ist das wie im Mittelalter, aber das ist nicht gut. Der ist Insel leert. Wo soll das auch herkommen? Es stimmt. Ich gucke mal kurz. Haben Sie zurzeit einen Anbieter oder wäre es bei Ihnen ein Neuanschluss? Herr Bagatow. Wie meinst du? Haben Sie zurzeit einen Anbieter? Was heißt Das das? heißt, haben Sie 1&1 oder Telekom zurzeit oder haben Sie gar nichts? Ne, Vodafone, blöd. So, Mobile Stick. Achso, Sie haben Mobile. Achso, ich guck mal, ob das in. Einen Moment. Ob Sie eine feste Verbindung kriegen würden. Einen Moment. Über Kabel oder DSL schauen wir mal noch kurz nach. Einen Okay. Moment. Okay, einen Moment. Geburtstag am 26. April 1987, Herr Ja, Bagatow? richtig. Ja, richtig. Okay, so, einen Moment. Bei Ihnen ist eine 16er Leitung möglich, das heißt eine 16.000er Leitung über DSL in Hörnum, Dann haben wenn Sie die es mir wünschen. bei Shop haben die mir was anderes gesagt. Sagte, kannst du nur so Stick Ja, weil. mitnehmen. Nein, das stimmt nicht. Das stimmt Blöd, nicht. Da haben die das jetzt Super hat mich wahrscheinlich. angelogen. Dann stimmt es nicht, weil bei Ihnen ist eine 16er Leitung möglich, Herr Bagatow. Was arbeiten da für Idioten? Richtige Idioten, da haben Sie vollkommen recht. Bei Ihnen ist eine Blöd. 16er Leitung möglich. Von Richtige welcher Idioten. Firma? Ich mache das auch für Vodafone, aber ich bin nicht für Vodafone. Das ist DSL Helden. Wir machen das für Kunden, die Vodafone wünschen. Okay. Herr Bagatow, da können wir uns einigen. Okay. Herr Bagatow, haben Sie eine Telefonnummer, eine Handynummer? Nee, ist kaputt. Achso, Sie haben gerade kein Handy. Okay, dann weiß ich Bescheid. Gut. Handy Darf schon, ich ein aber paar ist kurze. kaputt. Es gab kein Problem. Wenn Sie neue Telefonnummer haben, können Sie es dann angeben. Darf ich mal kurz fragen zum Haus? Ist das ein Mehrfamilienhaus oder ein Einfamilienhaus, wo Das Sie wohnen? so Ghetto-Siedlung. Ist ein Garten, Sie auch mal Einfamilien. Dann, welche Etage wohnen Sie dann? Warte, fünfte. Fünfte Etage, okay. Links, Mitte, rechts. Rechts. Rechts, okay. Dann die Telefondose in der Wohnung selber. Wo befindet sich die? Im Wohnzimmer, Flur? Die haben das Idioten, haben das bei Toilette reinbauen, warum auch immer. Wo haben wir es eingebaut? Habe Bei ich verstanden? Toilette, bei Ach Badezimmer. so. Das ist ein Ding. Das Die ist wirklich ein Ding. Ich waren mache das genauso schon. besoffen wie das Idioten von Shop. Das ist wahrscheinlich, aber Gott. Das ist So. schrecklich. Das ist ich okay. Herr Bagatow, soll Ihre Rufnummer angezeigt werden? Sie bekommen ja auch eine Telefon-Flatrate. Soll die angezeigt werden oder wollen Sie anonym telefonieren? Wäre gut anonym, weißt du, bei mir den ganzen Tag immer so scheiß Callcenter anrufen, da will ich nicht, dass meine Nummer irgendwo steht. Absolut richtig, haben Sie recht. Dann Telefonbucheintrag. Nee, blöd, dann rufen die ja wieder an. Heute schon sieben Das Leute nun. angerufen, die wollten mir Strom Wie? verkaufen. Dann müssen Sie bei Gewinnspielen nicht teilnehmen, Herr Bagatow. Nicht Blöd, teilnehmen. warum nicht? So, ja, da haben Sie, wenn Sie das anklicken, dann rufen die an. So etwas dürfen Sie nicht machen. Solche Herr Hunde. Bagatow, ich habe schon. Das ist wirklich Hunde, ja. Denn das will ich mir verrücken. Herr Bagatow, wie gesagt, 19,99 € für 2 Jahre bekommen Sie. Für 19 zwei oder Jahre 9, nur 2 Jahre. 20 Euro? Das ist ja ein geiler Preis. Ja, Ich zahle immer. jetzt 30 beim Das ist ja. Monat. Und jetzt 20 Ja, für das zwei ist Jahre? toll. 20 Jahre, ja, für 2 Jahre. Und Kündigungsfrist ist 3 Monate per E-Mail, per Fax, per Schreiben. Okay. Das dauert 2 bis 4 Wochen, bis das angeschlossen wird. Da kommt ein Kollege vorbei, Herr Bagatow, der schließt Ihnen Okay. das an. Der Router, den stellen wir Ihnen, den WLAN-Router. Der schließt Ihnen das an. Können wir auch Kollegin schicken? Eine schöne Frau? Das war. Weiß ich nicht, Herr Bagatow, da müssen Sie doch gucken. Ich keine Ahnung, was da bei Oh. Ihnen. Ja, und was, Müssen was? Sie gucken.
gucken. Was wird mit meinem alten Vertrag passieren? In welchen Art und Vertrag? Und das ist dieses Stick. Achso, den Stick können Sie kündigen. Der ist ja, da haben Sie keine Dings. Den können Sie jederzeit kündigen, den Ich habe Stick. 2 Jahren. Sie haben für 2 Jahre? Haben Da. Sie den Stick? Hat er mir zumindest gesagt, aber der hat auch gesagt, dass ich kein Internet haben kann. Das ist ein Ding. Die normalerweise Vertragsbindung können Sie beim Stick jederzeit kündigen, Herr Weißt du, muss ich Bagatov. mal gucken, der sagt, es ist 2 Jahren. Unglaublich. Ist das ein, wie heißt der, Gigacube oder so, was Sie da haben, oder ist das ein ganz normaler Stick? Das ist so weiße UMTS-Stick von Vodafone. Achso, das ist der UMTS-Mi. Achso, dann ist das ein, ich glaube, den können Sie jederzeit kündigen. Ich keine Ahnung, muss ich mal gucken. Gucken Sie mal, sonst gehen Sie in den Shop und sagen Sie, ich habe Internet bekommen und ich kündige das hier. Ganz einfach. Ich kann doch nicht einfach Vertrag Machen kündigen. Sie. Sie können den Vertrag kündigen, nicht Sie. Sie können das kündigen. Sagen Sie, ich habe Internet und Sie haben mich angelogen, ich kündige. Ja, muss ich ja beweisen, dass der das gesagt hat. Das geht ja nicht, kann ich ja nicht einfach kündigen. Dafür gibt ja Gesetzen. Dafür gibt es Gesetze, ja. Wir machen das jetzt, Herr Bagatov. Gesetze brechen finde ich cool. Magst du das auch so Ich gerne? eigentlich. Ich mache das auch gerne, aber müssen Sie, ich weiß nicht, ob Sie hier zwei Verträge haben, das weiß ich nicht, Herr Bagatov. Da müssen Sie selber entscheiden. Ja, blöd. Doch, ich habe gestern so wie heißt das, bei YouTube, ne, zu so gucken, so Dokumentationen. Stimmt es, dass Callcenter-Leute immer falsche Namen sagen? Na, meiner nicht. Normal nicht? Meiner nicht, meiner ist Malte Henning. Weil du hörst dich auch nicht Ich an wie mache so die. ein Malte. Du Das ist aber Malte. könntest auch ein Dimitri sein. Dimitri bin ich nicht, nein. Bist du Auf auch keinen von Fall. Ich bin immer. Ostblock, mein Bruder? Nein. Nicht. Nein, aber ich habe ausländische Vorfahren. Ja, bist du von Türkei? Nein, das bin ich überhaupt nicht. Ich bin Auch Deutscher. Ich nicht. bin in Deutschland geboren. Ich bin in Deutschland geboren, Herr Ah, Bagatov. okay. Weil du kannst uns immer, weißt du, da rufen das Leute an, der sagt, mein Name ist Peter Mayer. Und du hörst genau, das ist dein Ahmed am Telefon. Das kann sein, aber Das ist ich immer rufe aus. so. Aus Taunusstein an. Ich sitze nicht in der Türkei oder so. Ich rufe auf Taunusstein an. Kannst du mir Das ist Selfies in Hessen. schicken mit Stadtfoto? Mit Staatsfoto? Was für ein Staatsfoto? Ne, mit Stadt gehst du hin zu Ortseingangsschild, Taunusstein machst du Selfie. Das weiß ich, dass du von Deutschland anrufst. Sende ich sie zu, aber du hast ja kein Handy. Wie soll ich das dann Es zusenden? gibt sowas, das heißt E-Mail. Das kann ich auch machen. Geil, kannst du. E-Mail-Adresse bigdickbagatov@gmail.com. Ja, richtig. Sind nicht hier zu. Geil. Was machen wir jetzt? Ist ja, Ha? das ist jetzt egal. Was machen wir mit deinem Vertrag jetzt? Sollen wir den Vertrag weiterschicken oder wolltest du nochmal Nein, nachfragen? Was machst du? wenn du mir das Selfie geschickt hast, dann können wir Vertrag machen, weil ich will nicht mit Callcenter aus Okay. Türkei Deal machen. Machen wir auch nicht. Ich bin, wie gesagt, ich bin nicht aus der Türkei. Ja, das ist ja okay. Dann kannst du mir ja Selfie schicken und dann kannst du auch Sonnenbrille und Sturmhaube aufziehen und dann können wir Geschäfte machen. Dann machen wir Geschäfte, okay. Sende ich hier zu. Wann willst du das schicken? Ja, heute Abend, wenn ich Feierabend habe. Alles klar, und dann kannst du morgen bei selber Zeit wieder anrufen, dann habe ich das Bild bekommen. Werde ich machen. Geile Sache, Bruder. Dann werden wir gucken. Okay. Weißt du, man muss ja Okay. Kontrolle machen. Du musst auch Kontrolle machen, ja? Ich brauche Richtig. nachher deine IBAN dann. Ja, das wollen die alle haben. Deswegen erst einmal Selfie Ja. machen und dann können wir Deal machen. Ja. Okay? Machen wir einen Deal, okay. Weil das wird ja vom Konto abgeholt. Ich brauche auch deine IBAN dann. Ja, klar. Können wir dann morgen wieder 12 Uhr, wo normale Menschen Mittag essen, können wir dann telefonieren. Machen wir. Alles klar, meine Bruder, dann bis morgen. Okay, mein Bruder. Bis morgen. Das wie Alles Gute, Daniel. Dimitri. Dir auch, Bier. Okay.